Hallo, wer liebt denn nicht das wunderbare, gesunde, nahrhafte Schokomüsli? Und da bin ich unlängst im Supermarkt über ein wunderbares Produkt gestolpert, nämlich Schokomüsli mit 30% weniger Zucker. In diesem Fall von der Firma Köln. Und das Ganze bei vollem Genuss. Und was mir da ein bisschen aufgefallen ist, wenn man das normale Schokomüsli nimmt und hält mal die beiden nebeneinander. Dann sieht man, dass eigentlich der Nährwert, die Kalorien pro 100 Gramm, dass es gerade mal 8 Kalorien auf 100 Gramm weniger sind. Also, wenn wir es genau nehmen, nicht einmal 1-2% von der gesamten Kalorienmenge reduziert wird. Das heißt, es hat zwar weniger Zucker, sogar erheblich weniger vergleichsweise, aber die eigentliche Kalorienanzahl wird gar nicht so gewaltig reduziert. Was natürlich immer ein bisschen, naja, das ist immer ein bisschen unschön, wenn hier ein Produkt quasi so einen Light-Touch kriegt. Aber im Endeffekt kann man zwar seinen Zuckerzufuhr etwas reduzieren, aber wirklich Kalorien sparen oder dass quasi aus diesem Schokomüsli jetzt ein Diätprodukt wird, kann man jetzt nicht wirklich behaupten. Was man natürlich auch noch sehen kann, hier, das hat nur Schalenfrüchte, während das andere auch noch Spuren von Erdnüssen enthält. Interessanterweise hat dieses hier sogar mehr Schokolade, 12% Schokolade und 8% Vollmilchschokolade, während das andere 10% Schokolade, 10% Vollmilchschokolade und 3% Haselnusskrokant hat. Sprich, das Haselnusskrokant haben wir uns wahrscheinlich gespart, dafür mehr Haferflocken hier drinne beim gleichen Preis. Vergleichen wir mal. Ja, Haferflocken 58% hier 66, Zucker, Kakaomasse, Hafer, Vollkornmehl, ja, hier 4 dort 5% Weizenmehl, interessant. Vollmilchpulver, Kakaobutter, gehackte Haselnusskerne, fettarmes Kakaopulver, Süßmolkepulver, Maisstärke, Gerstenmalzextrakt, Invertzuckersirup, Speisesalz, Emulgator-Lecithin. Hier dann fettarmes Kakaopulver benutzt haben, das ist das Gleiche. Das ist wirklich die Haselnüsse, die eigentlich fehlen. Also eigentlich der gesunde Teil, der ist eigentlich entfernt worden, wahrscheinlich. Nämlich die Nüsse und Nüsse haben natürlich sehr viel Fett, wobei wir aber das Gleiche haben. Dafür ein bisschen weniger gesättigte Fettsäuren, aber ja. Was mir bei diesen Müslis immer noch so auffällt, das ist dieses Thema, die haben ja mal eine Proportionangabe drauf. Und ich bin ehrlich gesagt schon immer der Meinung gewesen, dass die eigentlich nicht stimmen kann. Und das wollte ich mal gerne hier vor laufender Kamera live überprüfen. Kann ich das Display von der Waage ablesen? Sagen wir es mal mit an die Leitwagen. Vielleicht ist die Leit hier auch leichter. Weil, also es wird ja von einer 40-Gramm-Portion ausgegangen. Dass die Packung dann 15 Portionen hätte. Aber ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich die meisten Menschen deutlich mehr als 40 Gramm nehmen würden. Also jetzt sind wir schon bei 48 Gramm. Und ich glaube, die meisten Leute, so wie ich, fressende Fettsäcke, würden dann eher so eine Portion machen, wo wir bei 200 Gramm sind. Was dann vergleichsweise so ungefähr 800 Kalorien entspricht im Vergleich zu den 159, die die Packung mir versprechen würde pro Portion. Auch noch ohne Milch. Milch kommt noch dazu. Auch nochmal gucken. Jetzt mal die Waage zurück. Noch ein bisschen Milch dazu. Naja, also 350 Milliliter Milch, das ist fettarme. Das heißt, nochmal, naja, nochmal ungefähr, ziemlich genau 150, 160 Kalorien. Ja, das heißt, wir sind jetzt bei, na, knapp 1000 Kalorien hier, alles in allem. Was für mich so eine normale Portion war, wie gesagt. Verfressener Fettsack, das kann vielleicht nicht für jeden gelten, aber ich glaube, also ich finde 40 Gramm als Portionsangabe ist absolut unrealistisch für diese Müslis.
Eigentlich muss ich jetzt auch nochmal einen Geschmacksvergleich machen. Aber ich glaube, mache ich noch so eine Riesenportion. Ich habe festgestellt, wenn man statt Milch fettarmen Joghurt nimmt, macht das Schokomüsli wesentlich satter. Aber wie wir sehen, wenn man eine ganze relativ normale Schüssel voll macht, sind es doch deutlich mehr als 40 Gramm, definitiv. Also, wir können ja nochmal eine 40 Gramm Portion zu bauen. Ne? Ja, das sind wahrscheinlich so ungefähr. Also das wäre jetzt vermutlich eine Portion Schokomüsli. Also davon wird keiner satt und ja. Also ein Diätprodukt Schokomüsli weder mit viel Zucker noch ohne viel Zucker definitiv nicht. Das sollte eigentlich jedem bekannt sein. So, wir probieren mal das leichtere Müsli. Wieder einmal setze ich meine Gesundheit, mein Leben voller Mut und ja, und ohne jeglichen Respekt vor mir selber aufs Spiel. Also ich würde sagen, es ist schon ein bisschen, also man schmeckt schon, dass da mehr Haferflocken drin sind. Also der Unterschied ist nicht gewaltig, man schmeckt aber schon, dass es weniger süß ist, mehr Haferflocken. Wahrscheinlich kostet es in der Herstellung mal locker 10% weniger, weil wir gesehen haben, es ist eigentlich nicht vor allem nicht der Zucker, sondern es sind die Haselnüsse, was immer ein relativ teurer Teil des Produkts ist, die herausgenommen wurden. Ja, also im Prinzip weniger gesund, fast die gleichen Kalorien, dafür wenigstens der gleiche Preis. Oh, wir haben ja auch ein Statement vom Hersteller. Damit die Aussage 30% weniger Zucker rechtens ist, muss dieses Müsli mit mindestens 30% weniger Zucker als ein klassisches Schokomüsli enthalten. Das wird regelmäßig überprüft. Der niedrige Zuckergehalt wird durch eine gezielte Auswahl der Zutaten umgesetzt. Der eingesparte Zucker wird durch andere Nährstoffe in der Rezeptur ersetzt, die den Kaloriengehalt nahezu ausgleichen. Damit liegt keine nennenswerte Kalorienreduktion vor. Vielmehr ist Köln Schokomüsli mit 30% weniger Zucker ein Müsli für alle, die bewusst weniger Zucker verzehren möchten. Wunderbar. Also, warum macht man es dann in eine fucking blaue, leicht vortäuschende Packung? Also das Thema ist natürlich, die meisten Leute schauen sich das gar nicht weiter an und gucken hier nicht drauf und lesen auch die wunderbaren Rezepte nicht. Naja, ich weiß nicht, ob wir das mal nachgucken, kochen sollten. Wer hat das Schokomüsli erfunden? Ja. UTZ Certified Kakao. Ich frage mich schon mal, was dieses UTZ ist. Sollte ich halt auch mal nachschauen. 71% Vollkorngetreide. Irgendwie zu viel, um es vor die Kamera zu halten. Ja. Also, kein Haselnusskrokant. Wenn man allergisch gegen Erdnüsse ist, ist man mit dem besser bedient. Preis ist der gleiche im Supermarkt. Verarschung 100%. Ja, bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao.